So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. In der letzten Folge haben wir die Krypta von dem guten Ominous Gaunt kennengelernt und wurden von ihm ziemlich angeranzt, weil woher wissen wir denn, dass es diese Krypta gibt? Natürlich von Sebastian, und er wird, denke ich mal, jetzt gerade ein sehr ernsthaftes Wörtchen mit ihm reden. Und wir wollen in der heutigen Folge zwei Zauber lernen. Zumindest ist er so mein Ansporn. Was, Astronomie-Altäre? Oh Gott, ich schaue mir es einfach gar nicht an. Denn wir müssen für Professor Garlic, um Wingardium Leviosa zu lernen, eine Venemosa Tentacula und eine Alraune gegen mehrere Gegner gleichzeitig testen. Und bei Professor Schaben müssen wir ein Donnergebräu gegen Gegner testen. Und ich glaube, da fehlt uns, glaube ich, auch eine Schrumpelfalge, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir werden erstmal nach Hogsmeade wieder reisen. Weil ich glaube, eine Alraune und Venemosa Tentacula haben wir noch nicht. Achso, ja, ich bin doof. Ich muss das ja oben auswählen. Und genau. Ich glaube, das müsste es bei diesem anderen Händler geben und nicht bei den Pippins, aber das... Oh. Wie schön, Hallo! Sie zu sehen. Ja, ich habe sie auch schon fast vermisst, aber auch nur fast. Oh, oh, sieht das schön aus. Diesen Flur für die... Oh, oh, oh! Hallo, ich bin gleich für Sie da. Oder auch jetzt? Sagen Sie nichts, Sie suchen was Neues. Vor allen Dingen, warum kosten denn die Samen mehr als die Frucht? Muss es nicht eigentlich andersrum sein? Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Sie haben einen guten Blick für Geschäftliches. Mit Malbenkraut können wir noch nehmen. Was ist das denn eigentlich? Ah, Dünger. Okay. Kaufen wir einfach nochmal. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Ja, naja, das werde ich Sie wissen lassen. Und dann gehen wir nochmal ganz schnell dort hoch. Dort haben wir, ich glaube, in der vorletzten Folge einen neuen Laden entdeckt. Wir haben ja den Friedhof, dort wollen wir nicht rein. Dann höre ich ja gerade den Wind. Ich glaube. Weiß ich, müssen wir hier hoch oder dort hoch? Komm her, mein Schätzlein. Okay, wir sind ja eigentlich falsch, aber wir gehen einfach trotzdem mal dann gleich hier rein. Verlassenes Geschäft. Der Inhaber dieses leeren Geschäftes soll einen Schrumpfzauber benutzt haben, um sein Inventar zu lagern. Hat sich dabei verrechnet, sodass er praktisch verschwunden ist. Oh. Okay. Lumos. Oh Gott. Oh, wir haben Mega Power Trunk erhalten. Warte mal. Ach, da haben wir sie ja. Hallo. Ja, komm mal mit. Ach, ich wollte schon gerade sagen. Okay, das sind die Zaubertränke. Hand. Sind das Bonbons? Sieht aus wie Bonbons. Und Scheiben sind ganz schön angelaufen. Aber sonst scheinen wir hier nichts weiter zu haben. Gut, dann gehen wir mal. Wir gehen trotzdem mal ganz schnell dort hinten hin. Okay, wir scheinen hier nichts weiter zu haben. Da sehe ich eine Truhe. Oh! Auf geht's nach Hogsmeade. Ja. Habe ich eigentlich die Handbuchseite vorher übersehen gehabt? Oder gab sie vorher noch nicht? Revelio.
denn da oben? Moment. Ist es die Motte? Moment. Ja, Tatsache. Hallo. So, einfach mal kurz unser Glück, aber ich glaube nicht, dass sie uns jetzt hier folgt. Wir kommen nur herein, so. Oh, nicht so schnell. Doch. Ah, ich kann es einfach nicht aussprechen. Venemosa Tentacula. So. So, jetzt wissen wir ungefähr, wo sich jetzt die Motte befindet. Das heißt. Ja. Ist ja doof. Eigentlich wäre es ganz cool, wenn man das erkennen würde, dass man dann einfach das Bild oder den Spiegel suchen müsste. Und nicht erst den Spiegel und dann die Motte. So. Ausdeck hinter den Ohren, wie sie die ganzen Kobolde verjagt haben. So. Ein kleines Kind soll ein Troll vermöbelt haben? Ja. Schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Allraunen, genau. Und ne, warte mal, 800? Ich verstehe das nicht. Warum sind denn die Samen teurer als... Das muss ja, wie gesagt, ja eigentlich andersrum sein, meiner Logik nach. So. 1000. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Ich weiß. Meine Tür steht immer auf. So. Kommen Sie gerne wieder. Wir haben jetzt eine Allraune. Das heißt, wir müssen doch eigentlich unsere Sammlung jetzt vollständigt haben. So, was haben wir jetzt noch hier? Gut, wir müssen jetzt eigentlich das verlassene Geschäft nur noch haben. Ne, den Brunnen. Von Fatcraft. Ach, hier. Fehlen uns trotzdem, na gut, so viele Seiten fehlen uns gar nicht mehr. Aber bei Hogwarts haben wir noch einige Sachen zu entdecken. Und die Allraune, Werkzeuge, Eigenschaften, die du gesammelt hast. Okay. Besen, Zutaten. Erscheinungsbild haben wir nur 25 von 86. Gegner haben wir auch noch mehr als die Hälfte. Handbuchseite aber 77%, immerhin. Raum der Wünsche 0%. Was kann ich denn da machen? Warte, denn da haben wir immer noch. So, jetzt könnten wir doch eigentlich... Warte mal. Wir müssten doch jetzt rein theoretisch uns... irgendwo hinbegeben, wo wir gegen Gegner kämpfen können. Vorzugsweise gegen schwarze Magier. Hatten wir dann nicht hier irgendwo... Das sind ja Spinnen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das auch gegen Spinnen verwenden können, aber hatten wir hier ein kleines Banditenlager. Wir würden einfach mal dorthin gehen und dann gucken wir einfach mal. Oh, Donner, nee, warte mal, Scheibenkleister, den brauchen, nee, warte mal, wir gehen erst in den Raum der Wünsche. Dann muss ich ja das Donnergebräu, weil dann können wir das mit einem... Die können sich gar nicht vorstellen, die hatten das doch gefixt, warum redet ihr wieder mit mir? Ja, wenn nee, Raum, geheime Räume auswählen, die Kartenkammer, Raum der Wünsche hätte ich gerne. Weil dann können wir nicht das Donnergebräu verwenden. Hallo? Und wie gesagt, ich würde mir einfach dann mal eine Folge lang Zeit nehmen, wenn wir einfach genügend Möbel ja gesammelt haben oder Erscheinungsbild oder was auch immer. Damit wir das ja alles schön herrichten können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder in einer Minute, wenn das Sonnengebräu fertig ist. So, da bin ich wieder. Das Sonnengebräu ist fertig. So, und jetzt werden wir uns
zu diesem Banditenversteck mal aufmachen. Ich hoffe, wie gesagt, dass das einfach noch vorhanden ist, auch wenn wir es abgeschlossen haben. Oh ja, diese Glockenblumen. Oh, ich finde die so verdammt niedlich. So. Schmetterlinge. Oh, das klingt so richtig. Oh, 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 oh. So, Trankler! Oh Gott, nein, verdammt, ich hab schon wieder. Ey! So. Haben wir zwar die Schmetterlinge nicht mehr. Was ein bisschen schade ist. Was war gerade? Oh, guck mal, ich glaube, da haben wir nochmal die Gegner. Was ist denn das dort hinten? Ach, das war, glaube ich, genau, der Tisch mit diesen zwei Stühlen. Hallo! Ich bin's wieder! Hallöchen! Wenn das mal nicht Nora Trevor. Warte. Ich dachte, oh. Ups. Moment, warte. Hast wohl Angst, dir eine einzufangen? Guck mal. Oh. Boah, das war knapp. Vor allem Animagus, das ist ja cool. Oh, verdammt, ich hab Puh. Oh, verdammt. Wo dort? Hallo? Protego. Tada! Ein wilderer weniger. Revelio. Aber zumindest ist es ja schön. Wow. Eine Galeone. Oh, nein, Schönchen. Dass man die immer wieder besiegen kann. Revelio. Also haben wir diese hübschen Fliegenpilze. So. Jetzt brauchen wir das Donnergebräu noch. So, es ist halt die Frage, können wir das Donnergebräu... Warte mal. Hello? Hallo? Wo ist denn der? Mausi, wo bist du? Wo ist denn der? Boah, aber Donnergebräu ist echt nice. Oh. Tut mir leid. Aber ja. Oh ja, Donnergebräu, ja. Ja. Ja, kann man machen. Sehr, sehr schön. So, jetzt sammeln wir nochmal die hüpfenden Fliegenpilze ein. Und die Flurfliegen. Und dann machen wir uns mal zur Kräuterkunde auf. Oh, Wingardium Leviosa. Lernen zu können. Und dann haben wir, glaube ich, die Findio beim Professor Sharp. Und dann haben wir erstmal die Aufgaben von unseren Lehrern. Huch! Da müssen wir hier. Ah! Was ist denn jetzt hier?
Na gut, das können wir eventuell dann für Wingardium Leviosa. Achso, da ist sie ja. Professor, wie kam Sie dazu, Kräuterkunde zu lehren? Nett, dass Sie fragen. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Pflanzen. Daher ist meine Arbeit hier ein wahr gewordener Traum. Mhm. Nach meinem Abschluss bat man mich, für meinen ehemaligen Kräuterkunde-Professor einzuspringen. Er hatte nämlich einen kleinen Unfall. Oh, er war sicher untröstlich. Aber für Sie war es ein Glücksfall. Nun, er hat sich nie wirklich um die Pflanzen gekümmert. Das konnten Sie spüren. Sie wären überrascht, wie scharfsinnig eine Pflanze sein kann. Jedenfalls begann der Ärger, als er eines Tages einen Wiggenbaum anschnitt. Zu seinem Pech verbarg sich in den Blättern ein Bowtruckle. Sie erinnern sich sicher an die wunderbaren Geschöpfe, die einem Zweig ähneln. Ja. Der kleine Kerl stach dem Professor ziemlich heftig in die Augen. Oh. Das war sicher schrecklich. Ja. Für den Professor vermutlich auch. Und da haben Sie als Professorin für Kräuterkunde übernommen? Nicht ganz. Nach 3 Wochen im St. Mungo-Hospital erlangte er ein klein wenig Augenlicht zurück. Er bestand darauf, ins Gewächshaus zurückzukehren. Innerhalb einer Woche hat er, angeblich aus Versehen, einen chinesischen Kaukohl getreten. Und schwupps war er wieder im St. Mungo. Das ist ja schon Pflanzenquälerei. Wie grauenhaft. Was für eine Pechsträhne. Er tat mir natürlich leid, aber ich wage zu behaupten, dass ich mehr Mitleid mit dem Kohl hatte. Nach seiner Entlassung hatte sich seine Gleichgültigkeit gegenüber Pflanzen in Verachtung verwandelt. Er verlor das bisschen Geduld, das er noch hatte, mit einer besonders temperamentvollen Venemosa Tentacula und, tja, ja. Die daraus resultierende Beurlaubung dauert bis heute an. Ich bin froh, dass alles so gekommen ist. Ich bin froh, dass alles so gekommen ist. Und Sie jetzt Kräuterkunde unterrichten. Sehr lieb von Ihnen. Ich liebe diese Gärten und helfe meinen Schülern gern beim Wachsen. Und gedeihen. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Einen schönen Tag noch. Oh, okay. Oh, und nicht vergessen, seien Sie nett zu Wiggenbäumen. Ja, ich denke an nichts anderes. So, jetzt warten wir nochmal. Ach so, oh, ups. Man muss natürlich auch lesen können, ne? Das ist ja... F-Warten. Das kriegen wir wieder unsere Extrawurst. Wunderbar, dass wir uns wiedersehen. Ja, finde ich auch. Achso, okay, jetzt müssen wir warten. Wo nimmt der denn die Treppen? So. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Ich werde Sie wissen lassen, wie gut Sie sich hier machen. Danke, Professor. Professor Hackett sagte, dass sie Ihnen Levioso beigebracht hat. Nun sollten Sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein. Wingardium Leviosa erfordert etwas Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Ja, ich hoffe nicht allzu doof. Bei der Ausführung sollten Sie in der Lage sein, Felsen zu heben, als wären es Zweige der Suppenschafgarbe. Oh Gott, ich hab's. Oh. Ich hab das. Oh Gott, das ist ja jetzt richtig peinlich gewesen. Ah. Und wir haben Wingardium Leviosa gelernt. Der Schwebezauber Wingardium Leviosa kann die Gegenstände schweben lassen und bewegen. Kontrolliere die Position mit deinen Bewegungen und verwende hierzu FV. Ach du Heule, kann ich mir nie was merken. Um die Distanz und Rotation einzustellen. Okay. Sehr gut. Üben Sie ruhig weiter, Wingardium Leviosa, im Gewächshaus. Ich habe ein paar Kisten in den Nebenraum gestellt. Okay. Yay! Und wir sind Level 23, das ist auch sehr schön. So, also, was war das mit... Ein Kuh?
Oh Gott, ich kann es mit meiner Maus dann. Oh Gott, okay. Ja, das wird richtig lustig werden, nehme ich an. Ah, wir können jetzt wohl hier rein? Nee, hier waren wir ja schon. Wäre halt voll schön, wenn halt die Pflanzen, ich glaube, wir hatten chinesischen Kaukohl hier gepflückt, wenn die halt trotzdem noch weiter wachsen würden. Ich glaube, hier hatten wir nichts mehr. Gut, dann können wir zu Professor Sharps Unterricht gehen, und zwar Zaubertränke. Die Kartenkammer, nein. Waren nicht hier irgendwo Zaubertränke? Das war die Bibliothek. Hier, Zaubertränke. Ha. Da haben wir in einer Folge zwei Zauber gelernt. Ich glaube, so viel Glück hatten wir nicht. Vielleicht. Wer? Bist du die Letizia, die gerade gesprochen hat? So. Oh. Nee, lass mich bloß in Ruhe. So, hallo Professor Sharp. Ich hab die Aufgaben. Haben Sie die Aufgaben erledigt? Ja, natürlich, deswegen bin ich ja hier. Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Alles ist perfekt gelaufen, Professor. Ja, Sir, natürlich. Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Konzentration. Defindo kann gefährlich sein, wenn Sie nicht aufpassen. Wenn das Sebastian wüsste, was wir für Zauber lernen. Sehr gut. Es scheint, als hätten Sie Defindo im Griff. Ich möchte Sie noch mal anhalten, hier im Klassenzimmer zu üben. Um Ihrer selbst und aller anderen willen. Okay. Kann ich das auch an Schülern ausprobieren? Defindo. Schön, wenn eine Schülerin Anweisungen tatsächlich befolgt. So, ich denke, das reicht, oder? Damit haben wir uns doch erwiesen, dass wir mit diesem Zauber umgehen können, oder? Würde ich behaupten. Oh. Wie schon erwähnt, kann Defindo vielseitig und gefährlich sein. Schön, dass Sie weiterüben. Ja, ich weiß. Ich bin halt eine vorbildliche Schülerin. Sind Sie beeindruckt von mir, Professor Schaar? Kriege ich jetzt 100 Punkte für Slytherin, weil ich mich so gut angestellt habe, oder jetzt eher weniger? Wahrscheinlich nicht. Na gut. So, da schauen wir uns mal kurz die Herausforderungen an, weil da haben wir doch hoffentlich jetzt eine Belohnung, die wir mitnehmen können. Wow. Oh, Ensemble der Klassenbesten. Sehr gerne. Diese 8 Hauptaufträge ab. Nebenaufgaben. Achso, 18 müssen wir. Okay, haben wir sonst noch irgendwelche Herausforderungen? Kampf. Siege 10 Sumpfkrattler. 40 schwarze Magier. Kobolde müssen wir noch machen. Inferni auch. 40 Spinnen. Was ist das denn für diese 20 Duellleistungen ab? Ich glaube, das wird wahrscheinlich die größte Herausforderung für mich werden. Handbuch Seidenerkundung. Landesprüfung. Wasserballons platzen. Gesperrte Herausforderung. Okay. Raum der Wünsche haben wir auch noch nichts. Okay, dann würde ich sagen, werden wir uns in der nächsten Folge unsere Hauptquest wieder zuwenden.
Kommen Sie so schnell wie möglich zu mir. Mein Abstecher beim Ministerium war nicht von Erfolg gekrönt. Ich hoffe, Sie hatten in der Zwischenzeit mehr Glück, Professor Fig. Genau, da können wir natürlich dem Professor von der Kartenkammer erzählen. Was ja auch sehr wichtig ist. Aber ich würde sagen, weil wir jetzt Confringo können und wir hatten ja hier auch noch einige Feuerspeier oder was auch immer das gewesen ist, die wir ja jetzt mit Confringo wahrscheinlich besser... Das war Lumos. Besser abschließen können, weil mit Incendio war ja der Radius nicht allzu groß. Werden wir einfach den Weg zu Fuß zurücklegen. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.